Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um die drei Schritte, wie du deinen landwirtschaftlichen Betrieb nennenswert voranbringen kannst. Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Dabei geht es darum, wo stehst du und dein Betrieb heute? Was sind deine Money Generating Activities? Also, womit verdienst du Geld und was hält dich davon ab, Geld zu verdienen? Ich erkläre es dir anhand von einem Beispiel. Nehmen wir an, du bist ein Milchviehbetrieb und machst Milchproduktion und Aufzucht und verkaufst vielleicht einen Teil der Aufzucht auch weiter an andere Milchviehbetriebe. Hier jetzt ganz einfaches Rechenbeispiel. Du hast Milchkühe, die im Schnitt 10.000 Liter Milch pro Jahr geben. Du hast einen durchschnittlichen Milchpreis von 50 Cent. Also 10.000 Liter mal 50 Cent sind 5.000 Euro Umsatz, den du pro Milchkuh pro Jahr generierst. Anderes Beispiel, was verdienst du bei der Aufzucht? Bei der Aufzucht brauchst du, um jedes Jahr eine Kalbin abzuliefern, zu verkaufen. Also nehmen wir mal an, du verkaufst die trächtige Kalbin oder meinetwegen die Kuh nach dem Kalben. Das heißt, du brauchst ein Tier, das zwischen 0 und 1 Jahre alt ist und ein Tier, das zwischen 1 und 2 Jahre alt ist. Wenn wir jetzt mal annehmen, das Rindkalb mit 24 Monaten, was ja durchaus machbar ist. Das heißt, du hast ungefähr dieselben Kosten, weil du ja zwei Tiere hast, und dieselbe GVE-Belastung auf deinem Betrieb wie mit deiner Milchkuh. Pi mal Daumen. Der große Unterschied ist aber, selbst wenn du es schaffst, jede trächtige Kalbin oder jede Kuh nach dem Abkalben um 2.500 Euro zu verkaufen, hast du trotzdem nur einen halben Umsatz gemacht. Das heißt, konzentriere dich darauf, womit du wirklich Geld verdienst. Und ich weiß, Aufzucht kann ein schöner, es sieht dazu, danach aus, dass es ein schöner Zuerwerb ist, aber unterm Strich, du musst es logisch auf deinen Betrieb ausrechnen, weil oft gibt es auch Faktoren wie, du hast eine Alben in der Zeit, bekommst du noch eine Prämie, das Tier kostet dich weniger und so weiter und so fort. Es kann unter Umständen schon sinnvoll sein, die Aufzucht zu machen, aber das ist eben ganz wichtig, rechne es dir durch und entscheide anhand von Zahlen. Und nicht, ja, wir haben immer schon so ein bisschen Aufzucht gemacht und die kosten mich nicht so viel, denkst du, weißt es aber nicht. Deswegen rechne es durch und treffe dann deine Entscheidungen. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Selbstversorgung und die Hobbys. Wir bleiben bei der Milchwirtschaft. Viele Landwirte sagen zu mir, ja, ich habe 10, 20 Milchkühe und ich würde mir wünschen, dass der Milchpreis höher ist, damit mein Betrieb rentabler wird. Ich kann euch sagen, in vielen Fällen ist die Milchwirtschaft sehr wohl rentabel, allerdings wird das Geld, das du bei der Milchwirtschaft verdienst, irgendwo anders wieder ausgegeben. Klassisches Beispiel, zwei Schweine, ein Kartoffelacker, ein Esel und ein Pferd als Streichtier, 20 Hühner und 10 Schafe. So viel Geld kannst du bei der Milchwirtschaft gar nicht verdienen, dass du dir solche Hobbys leisten kannst, beziehungsweise du gibst es da schnell wieder aus. Deswegen, es ist schön und gut, einen klassischen Bauernhof zu haben mit vielen Tieren und einem ganzen Streichelzoo, aber du musst dir im Klaren sein darüber, ob du es dir wirklich leisten kannst oder nicht. Also entscheide anhand von Zahlen. Schau, was kosten dich solche Sachen? Kann ich es mir leisten? Will ich es mir leisten? Aber dann gib nicht der Milchwirtschaft die Schuld, wenn du zu wenig Geld verdienst. Weil da, wenn du da auch Geld verdienst und es irgendwo anders wieder ausgibst, dann ist nicht die Milchwirtschaft schuld daran. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum zweiten Punkt, die Potenzialanalyse. Welche Potenziale hat dein Standort, dein Hof, dein Betrieb wirklich? Blende da mal komplett aus, was du bis jetzt alles gemacht hast, sondern werde dir mal wirklich im Klaren, was könnte dann machen, was macht denn auf meinem Standort Sinn? Und dabei kann ich dir zum Beispiel sagen, dass Massenproduktion im Berggebiet genauso wenig Sinn macht wie Urlaub am Bauernhof und Direktvermarktung irgendwo in der Pampa in Brandenburg. Also, finde das Potenzial heraus, für was ist mein Betrieb wirklich geeignet, wohin gehen die Gewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten zum Beispiel, oder die Tendenzen, wofür Leute einfach Geld ausgeben, und schaue hier einen echten Mehrwert deinen Kunden gegenüber zu schaffen. Geld verdienen heißt nichts anderes wie Mehrwert schaffen. Und wie kann ich am besten einen guten Mehrwert schaffen? Diese Frage solltest du dir stellen. Das ist nicht einfach, weil meistens ist man voreingenommen von eigenem Betrieb. Man ist bis zu einem gewissen Punkt betriebsblind, hat einen Tunnelblick. Deswegen empfehle ich dir hier, spreche mit so viel wie möglich Menschen und stelle ihnen die Fragen, was könnte man aus meinem Betrieb machen. Und dann wirst du, wenn du offen dafür bist, Lösungen finden, und mit diesen Lösungen wirst du Geld verdienen. Dann kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt, nämlich die Umsetzung und die Planung. Wie kann man jetzt effektiv etwas umsetzen? Dabei empfehle ich dir, nach folgenden Kriterien vorzugehen.
Als erstes, das erste wichtigste Kriterium ist, wie kann ich mit überschaubarem Aufwand möglichst den Cashflow verbessern. Das heißt zum Beispiel, wenn wir zurückgehen, zum Beispiel von ganz am Anfang mit dem schönen Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren. Also hier ist es ganz einfach, mal die ganzen unrentablen Sachen wegzutun, dann hast du automatisch schon einen höheren Cashflow. Also konzentriere dich mal, deinen Cashflow zu verbessern mit relativ überschaubarem Aufwand, ohne große Investitionen. Wichtig ist hier, damit du mal einen positiven Cashflow bekommst. Das heißt, was ist ein positiver Cashflow? Einen positiven Cashflow hast du dann, wenn du pro Monat zum Beispiel mehr Geld einnimmst, als du ausgibst. Also das erste Ziel soll mal das zu erreichen, dass du praktisch mehr Einnahmen wie Ausgaben hast, ohne große Investitionen. Dann, zweiter wichtiger Schritt ist, mach dir Gedanken, welche Investitionen du machen kannst, die langfristig deinen Cashflow verbessern. Hier ein kleines Beispiel, eine Investition von 500.000 in Ferienwohnungen, die dir jedes Jahr oder jedes Monat einen klaren Cashflow bringen und mehr bringen, wie du ausgibst, auch mit der Abschreibung und Tilgung und so weiter, sind eine bessere Investition, wie wenn du 5.000 Euro in eine Maschine investierst, die du nicht mal wirklich brauchst und die dir vor allem keinen Cashflow generiert. Also klar unterscheiden, was ist eine Investition, was verbessert meinen Cashflow und was kostet mich Cashflow. Wenn du die Maschine um 5.000 Euro kaufst, dann musst du die aus dem Cashflow bezahlen. Dann wird dein Cashflow erstmal niedriger. Die bringt dir aber in der Regel nichts. Hingegen, wie schon gesagt, die Ferienwohnung, die kostet zwar viel, viel mehr und viele Leute haben dann Angst vor der hohen Investition, die kostet mehr, aber sie bringt dir auch was. Vor allem auch dann, wenn du die Finanzierung so gestaltest, dass ab dem ersten Jahr schon was übrig bleibt. Du musst Ferienwohnungen nicht in 5 oder 10 Jahren abbezahlen. Mach die Finanzierung lieber länger, auf 15 Jahren, auf 20 Jahren, so dass du ab dem ersten Jahr schon einen positiven Cashflow hast. Und dann kannst du immer wieder neue Standbeine aufbauen. Wenn du die Finanzierung hingegen zu kurz strickst, dann beeinträchtigt das deinen Cashflow und du bist handlungsunfähig für weitere Investitionen. Und eventuell, wenn es dann gut läuft, kannst du immer noch frühzeitig tilgen, also das ist in der Regel nicht das Problem. Also nochmal zusammengefasst, stell dir immer folgende Fragen. Bringt mir eine Investition Cashflow, ja oder nein, oder kostet sie mich Cashflow? Und dann stell dir nochmal die Frage, ob ich die Investition dann wirklich brauche, vor allem wenn sie dir keinen Cashflow bringt. Investitionen, die dir Cashflow bringen, sind in der Regel immer gut. Und dann letzter Punkt, wenn du alles richtig gemacht hast, bis dahin alles richtig gemacht hast, dann kannst du klarerweise auch wieder zurück zum ersten Beispiel in Zweige investieren, die dir keinen Cashflow bringen, die dein Hobby sind. Dir muss es aber im Klaren sein. Also nochmal, es ist nicht falsch, sich selber zum Beispiel 2 Schweine zu halten zur Selbstversorgung, aber man muss es sich leisten können. Man darf dann nicht anderen Standbeinen die Schuld geben, dass der Betrieb nicht rentabel ist, wenn es da ausgegeben wird. Deswegen sei dir darüber im Klaren, entscheide anhand von Zahlen und nicht anhand von Bauchgefühl, und das haben wir immer schon so gemacht. Wenn dich solche Themen grundsätzlich interessieren und wenn du deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Vordermann bringen möchtest und voranbringen möchtest, dann melde dich gerne zu meinem Webinar an. Den Link dazu ist unten in der Beschreibung. Danach gehe ich noch ein bisschen mehr ins Detail und zeige dir, wie du deinen Hof auf das nächste Level führen kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.